Herzlich willkommen. Ich bin euer Vollpfosten und ihr schaut Alter Sack zockt Subnautica. Ja, aber der alte Vollpfosten hat vorgesorgt. Wie gesagt, ich habe euch damit ein bisschen in Ruhe gelassen, habe ein bisschen aufgeräumt, habe die Motte repariert, geputzt, die Krümel entfernt. Jetzt bleibt eigentlich nicht mehr viel anderes zu tun, als die komplett frisch aufgeladenen Batterien zu schnappen und zur fast gleichnamigen Boje zu huschen. Ja, wir haben immer noch Tiefseegang, Klappe und ein bisschen mehr Schutz. Und eingepackt habe ich. Ich habe mir überlegt, wozu hat die Motte wohl einen Kofferraum? Einmal für die Motte, zweimal für uns. Unsere Geräte sind voll aufgeladen, die wir benötigen. Zweimal eine Boje. Noch ein bisschen was fürs zum Überleben. Na, Klappe zu. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Auf geht's. Welcome aboard, Captain. Lasst mal schauen. Außenstation, geologische Formation. Station 2 Magma, Luftkora. Ey, Wrack, Batterie. Wusch, wusch. Also entweder korrigieren wir die Schreibweise oder wir weisen noch einmal darauf hin, dass es eine Batterie ist. Waren wir hier schon? Das ist immer so eine Frage. Warum können wir hier nichts dran sprühen? Mal so eben einen Tag machen. Aber das Loch in der Türe verrät uns, wir waren hier schon. Das heißt, wir kommen da hinten auch wieder raus. Ja gut, dann kennen wir das ja wirklich. Ah, und ich bin auch so irgendwie... Ah, die Suche war ja unheimlich von Erfolg gekrönt. Auch gerade dadurch, dass ich mal wieder keine Batterie dabei hatte. Jetzt eigentlich, da ist unser Port 4. Wir haben jetzt bloß so eine blöde Runde gedreht. Port 12. Okay, also von Pod 17 habe ich was gehört. Da kam irgendein Notsignal. Pod 4 ist hier direkt bei uns vor der Tür. Können wir vielleicht das Kabel scannen, dass man dann plötzlich ein Kabel hat oder so? Nee. Aber Pod 12 ist mir neu. Mich dünkt, das haben wir jetzt sehr häufig übersehen. Dem ist auch eine Metallplatte an den Kopf geflogen, wenn hier einer drin war. Ja, aber das scheint ja jetzt nicht irgendwie ein Knaller zu sein. Um voll was zu bringen. Eher nicht, aber interessanter Anhaltspunkt. Evrak Batterie, Station 2 Magma. Dann gibt es höchstwahrscheinlich noch ein paar mehr Pods, weil Pod 17, da haben wir jetzt Pod 12, Pod 4 liegt bei uns. Gut, also das ist natürlich wieder interessant. Da lässt es ja eventuell doch noch die Hoffnung, dass es wirklich andere Überlebende gibt. Wie wird sich das denn verhalten mit anderen Überlebenden und so? Ein Stück zurück, wieder hoch und dann mal hier ein bisschen drüber. Weil ich glaube, das wollte ich vermeiden. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, können wir das hier direkt nochmal machen. Gut. Ich glaube nämlich, wir kommen hier durch die Seite hinein. Ja. So. Und benutzen... Lassen wir die Boje weg, sonst bekomme ich noch böse Zuschriften wegen Deutsch-Rechtschreibung und so. Und dann schauen wir mal. Schnibbeln wir das auf. Da draußen, das hat sich eben gar nicht gut angehört. Dann stehe ich hier mit euch auf 27% und wundere mich, warum die Tür so lange braucht, um aufgeschnitten zu werden. Ich wollte schon die Vermutung anstellen, dahinter gibt es bestimmt ein Königreich. Ja, aber dabei war es nur meine Dummheit, dass ich mal wieder keinen Strom auf der Leitung hatte. Weil ich auf der Leitung stand. Ja. Ein Loch ist in der Tür und ja, super, wunderbar, wir kommen hier wieder raus. Das ist ja, also das hat sich jetzt... Ich würde mal sagen, das hat sich voll gelohnt.
Das meine ich. Deswegen bin ich so ein bisschen in Baulaune, weil das letzte Mal ja doch auch sehr von Erfolg gekrönt war. Dieses Wrack aufschneiden. Aber vielleicht ist es auch nur, dass ich mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt habe. Da drüben ist Pot 12. Ich meine, das Schöne ist ja, ich muss mich wirklich erstmal daran gewöhnen, dass wir jetzt mehr oder weniger ein anderes Spiel haben. Dadurch, dass wir einfach flexibler sind, können uns Zeit lassen, stehen nicht andauernd unter Druck. Ich kann euch auch mal Licht anmachen, damit ihr auch mal was seht, denn ich habe jetzt auch schon gar nichts mehr erkannt. Schaut mal. Der macht uns gerade wieder Ressourcen. Da verliert er gerade seinen Zahn. Und da ich ein mutiges kleines Kerlchen bin, holen wir uns den mal eben. Wenn er uns den schon da lässt, ich fände, also das wäre beleidigend jetzt für ihn. Wenn wir jetzt da seinen extra für uns dagelassenen Zahn nicht mitnehmen würden. Hast du wieder ein Zähnchen verloren? Tatsache. Oh, das ist aber nett von dir. Ojima. Ja, irgendwie bin ich halt in Baulaune. Ich hätte Lust, an der Oststation am Magmagraben wirklich mal diesen Wärmereaktor auszuprobieren. Ups. Und dadurch natürlich gleichzeitig auch noch ein bisschen mehr. Aha, du meine Güte. Ich komme mir vor wie im rasenden Falken, nur nicht so schnell. Hilfe! Hilfe! Meine Güte! Ich sollte mich vorsichtig bewegen. Ja, und dadurch halt eventuell auch gleich noch direkt ein paar neue Sachen zu entdecken. Eventuell auch mal mit Erweiterungen zu arbeiten, die wir halt noch nicht eingesetzt haben, wie halt diesen Reaktor. Oh, ist das wieder schön. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich mich darauf freue, wenn die Controller-Unterstützung kommt? Ich meine, ich kann dann auch nicht super bequem auf dem Sofa flitzen, weil das denn hier mit der Aufzeichnung alles nicht so ganz hinhaut, aber ich freue mich darauf. Weil irgendwann werde ich ja auch mal flätzen können. Und für alle anderen, die gerne am Controller zocken, ich denke da mal so an niemanden, ne, ist das doch auch was richtig Cooles. Apropos, ich habe doch wieder Strom auf der Leitung. Strom auf der Leitung und Luft in der Flasche. Das ist schön. Heidanei, wir müssen looten, bevor wir bluten. Ja. Gut. Dann rauf in, rein in die Motte. Dann versuchen wir mal hier durchzukommen. Ich denke schon, dass das möglich ist. Aber wir haben ja noch genug Luft. Hoffe ich. Lass mal eben schauen. Wir haben auch noch ein paar Slots frei. Und ganz klitzekleines Busy, das geht auch noch in die Motte. Da fühlt man sich so, als ob man Sonic spielen würde. Und erstmal. Und rein da. 92, 96. Ach, das ist schön. Das sollte gehen. Aber ob hier die Motte mitspielt. Nicht, dass wir feststecken bleiben. Bei meinem Glück, warum nicht? Was heißt Glück? Ich provoziere den Mist doch immer. Ich bin doch selber schuld hier. Nur Wrackteile. Keine scannbaren Kisten.
Ein freundlicher Pirscher. Lass mal eben ganz kurz schauen. Wir haben Titan, wir haben aber kein Quarz. Weil ich habe da schon wieder so ganz blöde Ideen, ihr Lieben. Wenn wir hier schon mal in der Richtung sind, können wir einmal gucken, ob wir eventuell schon so weit sind, den Scanraum zu öffnen. Und, Heidanei. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht, aber hier ist einiges an hungrigem Leben. Auch hier drinnen. Ich steige hier nicht aus. Das könnt ihr vergessen. Den Spaß tue ich euch jetzt nicht. Ich brauche mein Gummihöschen noch ein bisschen. Aber das ist so herbe, dass wir jetzt hier einfach ohne Rücksicht auf Verluste die, minimale Tiefe hier einfach nehmen können. Weil sie uns einfach nicht... weil sie uns nichts anhaben kann. Es ist recht kalt im Korallenwald. Nun ist natürlich die Frage, wie weit ist hier eine Wärmequelle entfernt? Rein theoretisch war die hier in der Gegend. Hier ist dieser Bogen. Da ist sie doch. Also war das auch wieder wie mit der Insel. Ja, purer Zufall, dass wir das hier entdeckt haben. Unglaublich und cool. Hervorragend. Ist doch noch nicht ganz klar, wie wir dann da den Reaktor platzieren müssen, aber das werden wir schon herausfinden, denke ich. Und wie reibungslos das zurzeit läuft, das freut mich wirklich. Die Sache ist natürlich, wir sind nicht so weit weg von dem Wrack, dem Vorkommen der vielen kleinen hungrigen Mäuler. Die waren knuffig, oder? Aber wir sind relativ weit weg von der thermischen Quelle und gut, wir haben diese komischen Geräte, diese Energietransmitter, aber die kosten auch so ein kleines Busy an Ressourcen, die ich doch lieber in andere Dinge stecken würde. Auf der anderen Seite, ich glaube, da ist Gold mit dabei und irgendwie habe ich noch nicht so viele Rezepte oder Blaupausen mit Gold. Wobei mir da natürlich einfällt, apropos Blaupause. Es wird hier von Magnesit gesprochen und ich habe... ja gut, haben wir wenigstens Titan. Und ich habe in der Pause mal alles durchstöbert, aber nichts gefunden. Das hieß, wir benötigen noch irgend so ein, tja, Blaupause, Rezept. Weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber so wie ich das sehe, können wir noch kein Magnesit herstellen, obwohl wir Magnesium haben. Also, wenn das überhaupt was miteinander zu tun hat. Magnesit ist für mich eigentlich etwas Magnetisches, ne? Oder? Korrigiert mich, wenn ich komplett falsch liege.
Aber auf der anderen Seite werde ich das dann wohl auch schon entdecken. Ich tüttel jetzt hier so ein bisschen rum, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir die Station da oben abreißen und tiefer setzen, da wir ja dann, wenn dieser, also gesetzten Fall, dass der Thermoreaktor vernünftig funktioniert, würden wir ja keine Solarpanels benötigen. Und ich denke, dann können wir ja auch tiefer bauen und müssen nicht unbedingt da oben irgendwie verweilen. Wir machen jetzt gleich einfach mal einen Test. Ich finde es schön, nicht ganz hier unten zu sein, weil mir das denn doch ein kleines bisschen zu krass vorkommt. Ich möchte aber auch hier die Flora gar nicht stören. Das heißt, ich müsste hier irgendetwas finden, wo ein busy Platz ist. Und wo wir dann trotzdem nah genug hier an der thermischen Reaktion sind. Und ich glaube, wir haben was gefunden. Ah, müssen denn jetzt die ganzen süßen Kusch auftauchen? Einfach aufploppen? Dann müssen wir doch hier unten hinbauen. Ist ja auch vielleicht nicht verkehrt. Eine neue Korallenform oder ist es eine normale Tischkoralle? Und die sieht einfach nur so derbe aus. Blaue Tischkoralle. Aha. Auch schön. Boah. Hab ich ihn denn überhaupt dabei? Ja, hab ich. Nun denn. Vielleicht können wir auch so... Wir probieren das mal. Wir nehmen mal ein Dummdorfment. Aha. Ja. Dann schauen wir mal eben. Uno momento. Einmal was trinken. Einmal was essen. So. Nun schauen wir mal, dass er dann hier so eine einigermaßen vernünftig platzierte. Ja. Kapsel hinbekommen. Glas haben wir eh nicht bei. Und es fehlt Titan. Siehst du, wir könnten eigentlich erstmal da oben abbauen. Und müssten sowieso später wiederkommen. Einmal wegen Glas und das andere Mal wegen was eigentlich? Höchstwahrscheinlich wegen Stauraum. Denn wenn wir jetzt da oben die Panels abbauen, werden wir nicht glücklich. Nee. Und außerdem, ja klar, das zweite wäre dann natürlich. Wir benötigen noch andere Materialien für den warmen Reaktor. Gut, tun wir das doch mal. Also wir nehmen eventuell ein bisschen Glas mit, aber halt, ich habe da was entdeckt. Ich habe jemanden von euch rufen hören, dass da was wäre. Scanraum. Da komme ich nicht dran. Eventuell erst, wenn wir den, wie heißt er, haben, den Zyklopen. Könnte natürlich sein. Ja gut, die Motte, die kann auch mal kurz ein bisschen Strom vertragen. Freunde, das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Bist du so unterwegs und dann Schavenga. Ja, bauen wir noch diesen Reaktor. Und versetzen die Station.
Da habe ich irgendwie richtig Lust drauf. Ich meine, ich habe eingangs schon gesagt, wenn hier die Ressourcen wirklich nicht nachwachsen, müssen wir ja expandieren. Es geht ja gar nicht anders. Klar, es ist wunderschön, dass wir hier quasi eine Basisstation haben, direkt am, auch an einem Quell der Energie, dem, diesem Überlebenspot. Aber auf der anderen Seite, hier gibt es ja fast nichts mehr. Ich habe hier echt schon fast alles abgegrast. Und natürlich müssen wir, ob wir wollen oder nicht, expandieren. Und da ich eh voll drauf stehe, Gegenden zu erkunden, immer natürlich auch in der Hoffnung, super coole Sachen zu entdecken, logisch, gefällt mir das. Expandieren, Lagerräume schaffen, außerhalb der eigentlichen Basis. Doch, doch, das ist schon fast voll mein Ding. Tja, ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar und die Gary-Fische nehmen hier echt langsam überhand und ich habe Hunger. So. Komm, den dritten nehmen wir auch noch mit, ne? Da, du. Du musst dran glauben, du armer Gary-Fisch. Was können wir denn in... Ah, wir haben endlich wieder genug Silber, das ist schön. Aber wir haben keinen Platz mehr im Edelmetallschrank. Quarz ist eh ziemlich leer. Uiuiui. Titan ist eh ziemlich leer. Ja, stimmt. Gut. Dann hauen wir da jetzt noch Edelmetall in den Schrank. Edel. Ich glaube, Kupfer hatten wir noch. Ja. Batterie, Gary-Fisch. Gut. Müssen wir jetzt auch nicht salzen. Das ist vollkommen egal. Aber mal einen Schluck Nuka-Cola. Gesättigt, den Durst gestillt. Oh, wir können Salzstangen backen. Mich dünkt, wir haben Material von den Kauknochen. Das finde ich süß. Ein Diamant, einmal Uran. Haben wir auch noch. Ach, das ist. Wir sind fast richtig gut ausgestattet. Das muss ich sagen. Ja, dann lass doch mal schauen. Lass doch einfach mal schauen, was die Baupläne sagen. Bei dem Wärmekraftwerk. Ist nicht viel. Naja, auf der anderen Seite. Größer 15 Grad Celsius gleich 50 Energie. Und wir hatten da mal locker 60. Wir hätten mal 100 Energie. 150, wenn wir Glück haben. Titanbarren, Magnetit. Und damit ist alles schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Das finde ich jetzt etwas traurig. Nun gut, ich meine, schlimm ist es ja jetzt nicht. Wir fangen jetzt mal nicht an zu weinen wegen so ein bisschen Mumpitz, ne? Wir brauchen nur ein bisschen Salz wegbringen. Oder besser gesagt, wir taken uns noch ein Knösel Salz und machen uns nochmal Magnesium. Titan. Titanbarrenfasergeflecht, Silikongummi, Glas, Desinfektionsmittel, Magnesium, Bleiplatte, emailliertes Glas und Stahlbarren. Dann haben wir erweiterte Materialien, Benzol und synthetische Faser. Und bei der Elektronik haben wir es auch nicht dabei. Dann hatte ich hier nochmal durchgeschaut, nichts gefunden. Bei unseren Ausrüstungen und Hilfsmitteln sowieso nicht und Nahrung ist es auch nicht. Genauso wenig wie in den Bauplänen. Ich habe sie alle durchstöbert. Klar, hier haben wir auch Faser drin und so weiter. Das heißt, wir speicheln hier. Beenden unsere Vollpfosten-Batterie-Folge. Und ich schaue jetzt gleich einfach mal nach Magnesit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich schon, euch beim nächsten Teil wieder antreffen zu dürfen. Gehabt euch wohl
Euer John Diefuhl.